Hallo und herzlich willkommen zum Wetter auf dem YouTube-Kanal Wetterkachelmann mit den Aussichten für das Wochenende und für die nächsten Tage. Heute Abend hoffen natürlich die meisten Menschen, vor allem hier in der Schweiz, auf einen Sieg der ruhmreichen Schweizer Mannschaft. Und morgen drücken weite Teile der Schweiz natürlich ganz fest die Daumen für die Mannschaft von Testing. Irgendwas mit dem Mikrofon ist nicht gut. Also, das Wetter morgen für Spiel wird ein bisschen unterschiedlich sein in Deutschland. Die Nordosthälfte Deutschlands, überall dort, wo der Westwind eine Rolle spielt, unter dicken Wolken immer wieder auch leichter Regen mit dabei und die Temperaturen sehr gemäßigt, um es vorsichtig zu sagen. Am Nachmittag nur 16, 17 Grad, örtlich 18 und abends dann zur Spielzeit schon deutlich kühler. Also richtig maikühl schon fast. Das war übrigens auch so zu erwarten. Sie wissen, ich habe es auf Twitter noch geschrieben, @Kachelmann oder Facebook. Ende April haben wieder die Vollpfosten, Meteorologen und Journalisten wieder geschrieben, es wird wieder der super Sommer werden während der WM. Hätte sein können. Ich sage nicht, es ist einfach immer so, dass wirklich fast immer das Gegenteil eintritt von dem, was die Charlatanerieabteilung beim Wetter sagt. Das ist Zufall, dass es wirklich fast immer das Gegenteil ist. Das ist auch schon fast ein Erfolg. Aber Ceterum censeo, man kann leider nicht so lange im Voraus das Wetter vorhersagen. Niemand kann es und ich kann es leider auch nicht. Sonst würde ich nicht hier stehen und jetzt so zu Ihnen sprechen, sondern würde ganz andere Dinge tun. Also, das ist jetzt im Moment das, was passiert. Nordosthälfte eher und mit jedem Kilometer Richtung Südwesten immer sonniger und immer wärmer und immer freundlicher und natürlich auch morgen Abend zum Public Viewing immer angenehmer. Also es ist nicht überall jetzt, wie jetzt schon wieder geschrieben steht, bibbern und so. Das gilt vor allem nicht ganz im Südwesten, Oberrhein und so wird es ein wunderschöner, freundlicher, angenehmer Abend werden morgen Abend zum Spiel. Sonntag das gleiche Prinzip, der Regen in der Nordosthälfte schon ein bisschen seltener. Kühl bleibt es weiterhin, der Westwind auch noch da, aber zwischendurch auch mal ein paar größere Auflockerungen. Diese Zweigeteiltheit, die bleibt noch etwa bis Mitte kommender Woche. Als kleiner Hinterhalt für den Süden, wo es sonst zunächst mal noch freundlich ist, von Montag auf Dienstag eine durchziehende Gewitterfront. Dahinter lockert es dann wieder auf und dann kippt das ganze Prinzip dann ab Mitte kommender Woche. Das heißt, der Norden und Nordosten, der Wind dreht dann von West auf Nordost. Das kommt dann aus dem neuen Hoch raus und das bedeutet, es wird immer freundlicher und auch langsam wärmer im Norden, während es dann eben im Süden die ganze feuchte Soße dann langsam aber sicher Richtung Alpen gerammelt wird und dann eben in der Südhälfte und Südwesthälfte langsam unfreundlicher und dann ab Donnerstag, Freitag auch deutlich kühler wird. Also das ganze Prinzip kehrt sich einfach um. Wien und Ostösterreich auch noch zu erwähnen. Sie wissen, es gibt ein separates Video für die Schweiz bei webzeitschrift.ch und mit webzeitschrift.ch. Wien und Ostösterreich sowieso auch ein freundliches Prinzip. Die spielen zwar nicht mit, bei der WM wird sich in 4 Jahren sicher geändert haben bis dahin. Aber freundliche, sonnige Wärme, auch da mal zwischendurch mal ein paar Schauer kommende Woche, allerdings dann der richtige Kipper, langsam ein bisschen kühler erst wahrscheinlich Richtung Ende kommender Woche, sonst freundliches, lauwarmes Sommerwetter. So, jetzt genießen Sie die Fußballspiele der kommenden Zeit, Ihnen noch ein schönes Wochenende, alles Gute und auf Wiederluege und Hopp Schweiz, Sie wissen schon. Danke, tschüss.